Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist der Ramses, das ist der Hannes. Der Hannes, der hat keine Stimme mehr, guck, der kann nur noch so machen. Moin, moin. Jetzt hast du ja doch geredet. Mensch, Hannes, ja, du bist ja einer. Ich bin gerade mit der Sonne beschäftigt, alles da oben ist Matsch. Ihr kennt ja den Hannes. Wenn der Hannes da ist, der will der Hannes immer Maßgetränke testen, weil der Hannes, der kommt ja aus Bayern, der kommt ja aus München, das ist ja eine richtige Weißwurst. Und da gibt es ja traditionell immer Maß. Jetzt haben wir verschiedene Maß schon getestet und haben uns den Bavaria Blogger Kanal angeguckt, was sie noch für Maß haben. Nachdem wir bei Sir Edward irgendwas durchgeguckt haben, sind wir beim Bavaria Blogger gelandet. Und die allererste Maß, die wir nicht kannten, ist die Schokomaß. Schokomaß! Und bei uns ist eine Maß ja immer drei Komponentenmaß. Das heißt, ihr braucht einmal ein Bier, irgendwas nicht-alkoholisches, was ihr mit dem Bier mischt. Und dann noch als Topping ein kleines Schnäpschen obendrauf oder ein Taschenrutscher. Das ist eine drei Komponentenmaß. Wir haben jetzt schönes Hefeweizen-Bier genommen, weil wir das in der letzten Maß auch drin hatten. Oh. Richtig aus dem Netto in der Plastikflasche, damit gleich alle wieder durchdrehen. Dann braucht man natürlich also die Biergrundlage, dazu was nicht-alkoholisches, was den Namen gibt. Deswegen haben wir jetzt Schokodrinkpäckchen besorgt. Schokodrink aus Vollmilch, weil es ja die Schokomaß ist. Und dann als Topping Pfeffi. Unser alter guter Pfeffi. Weil irgendwie passt Pfefferminz zu Schokolade. Das ist ja dann wie After Eight. Also das ist die After Eight Maß. Das ist die After Eight Maß. Es ist und bleibt die Schokomaß in der After Eight Edition, könnte man sagen. Das wollen wir jetzt mal testen. Das wollen wir mal probieren, wie das schmeckt. Dazu hat uns der Eiskorb Jens oder der NetGhost, wir wissen es halt wirklich gar nicht mehr. Da hat uns der Eiskorpions jetzt wieder Maßkrüge geschneidert, die passen wie angegossen. Da wollen wir das Ganze jetzt reinfüllen. Wir starten natürlich mit dem Hefe-Weizen-Schloss, machen das auf, füllen das ein. Hab gerade noch Bananensaft getrunken, ich habe richtig Bauchschmerzen, alles drückt. Aber es geht ja nur darum, das zuzubereiten und das kurz mal anzunippen. Wir können ja theoretisch 3 Tage hier sitzen und haben 3 Tage Zeit, die Maß leer zu machen. Eigentlich auch nicht, wir haben nämlich schon Zutaten für eine weitere Maß im Gefrierschrank und müssen dann gleich die nächste noch testen und dann heute noch streamen und dann abends noch Biertasting und ihr wisst ja immer, wie das ist mit der Zeit. So, das ist die Grundlage gewesen. Beim letzten Mal haben wir als zweites das Topping reingemacht. Ich würde jetzt auch hier einfach das Topping drauf machen. Und jetzt merke ich, dass mein Wecker die ganze Zeit geht, weil ich Raider Mittwoch teilen muss. Das Topping schmeißen wir jetzt mal auf das Bier drauf. Da wird es sicherlich dann nicht mehr gelb, sondern halt dieser Wasser werden. Dieser Wasser werden. Werdet ihr auch Isarwasser werden, dann schreibt es mal in die Kommentare. Die Hulkmaß ist wieder mal geboren. Die sieht auf jeden Fall super aus. Ist super akut. Akut ist super. Und jetzt sieht aus wie ein Wasser, das zu viel Algen abbekommen hat. Sieht aus wie die Schimmelmaß, genau. Genau. Jetzt, was für Wege hat man, diesen Schokodrink da rein zu tun? Ihr könnt jetzt das Trinkröhrchen hier reinstechen. Daneben halten, drücken, dass es durchs Trinkröhrchen da reinläuft. Das gibt aber bestimmt eine Sauerei, weil es hier auch läuft. Ihr macht hier ein Loch rein und tut das so. Oder, weil wir Hände haben und Männer sind, versuchen wir einfach hier am Rand diesen Zipfel. Hannes hat es geschafft. Versuchen wir einfach den Zipfel. Ich versuche auch mal den Zipfel. Ne, pass mal auf. Ich muss das alleine, Hannes. Wenn ich jetzt Hilfe annehme, ja, genau. Hoch und abreißen. Ist ja genau. Wie bei der Kondensmilch. Genau. Aber das weiß ich ja nicht, weil ich trinke ja keine Kondensmilch. Nee. Ich glaube, die Seite ist stärker als die. Ich gehe mal hier rüber an die andere. Und dann nach vorne ziehen. Jetzt verstehe ich das. Hast du es geschüttelt vorher? Nee. Ich auch nicht. Jetzt haben wir es vergessen. Macht nichts. Das ist nämlich jetzt die Schokomaß. Deswegen kommt jetzt hier schön der Kakao rein. Der Kakao. Ja, die färbt sich auf jeden Fall mit einer leichten Minznote. Die Kakaomas. Hannes, was machst du? Das ist doch i. Wenn
Hannes hat's original ganz reingepasst. Die Kaka-Omas. Bei mir ist da noch ein bisschen Kakao. Hallo! Oh, ist das ein Saubeinel? Jetzt fliegt's einfach da rein. Ja, soll ich dich jetzt rausholen oder was? Dann sticht's mir. So, jetzt wir probieren's nochmal. Ohne Saubeinel. Wenn das überläuft, der ganze Tisch kannst du wegschmeißen dann. Aber sieht jetzt aus wie die Cappuccino-Mars. Guck dir das an. Oh, mit Gott. Schaumkrönle. Das ist super. Trinkröhrchen. Kann auch wieder verwertet werden. Die Wespe fliegt weiterhin hier rum. Sucht sich den Weg zurück zur Kakao-Mars, zur Kakao-Mars, zur Schoko-Mars, zur Cappuccino-Mars. Kann ich, ja, geh mal zu dem da hier. Lass mich mal in Ruhe jetzt. Ihr dürft da natürlich nicht da nach der Wespe treten, schlagen oder Stühle werfen, sonst holt ihr ihren Tag-Team-Partner und das ist ganz gefährlich. So, der Hannes hat sich noch ein zweites Topping zugelegt. Mir reicht es so, wie es ist. Man sieht auf dem Schaum auch ganz leicht neben der bräunlichen Kakaonote einen grünen Schimmer vom Pfeffi, der eigentlich unten war, hat sich am Schaum nach oben übertragen. Ich weiß nicht, ob man das sieht hier. Ja. Sieht man da ganz leicht. Das ist ein grünlichen Touch, der da drauf ist. Das müsste jetzt also nach Zimt, nach Minz, Schoko schmecken mit einem Bier. Genuss, bitteschön, Hannes. Wenn wir sie in der Mitte haben, können wir sie zerquetschen. Gott. So, jetzt ist sie tot. In diesem Video sind keine Wespen gestorben. Ja, die ist, deswegen muss man halt zur falschen Zeit am falschen Ort. Nicht Prost. Bei Mars hier, da verstehen wir keinen Spaß. So, es ist erfrischend, es könnte noch kühler sein, wir hätten es länger im Gefrierfach sein lassen müssen, dürfen, tun. Du merkst schön diese Pfefferminznote auf der Schokolade drauf, du merkst die schokoladige Note, aber nicht so aufdringlich, sondern ganz leicht und irgendwie, weiß ich nicht, schmeckt es gar nicht nach Bier, es schmeckt halt einfach wie ein After Eight. Trink, Shot, irgendwas. Wenn ihr also denkt, das ist eklig und schön. Keine Kinder da. Scheiße, ne? Wenn ihr denkt, das ist scheiße, dann lasst euch eines Besseres belehren. Besseren, wenn ihr gerne Kakao trinkt, dann probiert mal die Schoko-Mars. Die nächste Mars, die wir machen wollen, das seht ihr im nächsten Mars-Video. Wir schütten das jetzt nämlich schnell weg. Nein, wir trinken das ganz gemütlich aus. Wir haben ja Zeit, können hier sitzen. Das Wetter passt ja trotzdem. Dankeschön, Hannes. Bitte schön, gerne immer wieder. Und ohne dich, ne, würde man sowas gar nicht machen. Und irgendwann gibt es ja nochmal die Atomas. Ist da Thomas drin und deswegen heißt es Atomas. Ja. Atomas. Ein Thomas. Atommas. Was ist da drin? Weiß ich nicht. Das ist ein anderes Thema, da muss man, glaube ich, wieder googeln. Das ist halt. Hätten wir den Pfeffi nicht rein, das wird nur nach Kakao schmecken. Nur ja. Jetzt schmeckt es nach Minz-Kakao. Aber das hat was, gerade bei den Warmtemperaturen. Und es beruhigt den Magen, weil es ja so Milchzeug ist. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Hannes. Ja, schlecht wäre es halt, wenn sie wirklich, für Laktoseintolerante wäre das, glaube ich, nichts.